Ja, meine Damen und Herren, mir wurde zugetragen, ich wäre gerade vermisst worden vom Kollegen Post. Jetzt bin ich wieder da. Wo ist der Kollege Post? Er ist, so kann das gehen, ist er geflüchtet. Meine Damen und Herren, was sich wie Lobbypolitik für Rechtsanwälte anhört am heutigen Abend, ist keine. Denn wir reden heute über die Notwendigkeit, die seit etwa 6 Jahren nicht erhöhten Gebühren für Rechtsanwälte angemessen zu erhöhen. Und zwar nicht die Gebühren für Großverdiener unter Rechtsanwälten, die hohe Stundensätze abrechnen können, sondern für Kollegen, die auf Grundlage des RVG liquidieren müssen, auf Grundlage des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes. Und diese Kollegen sind es, die als Organe der Rechtspflege der breiten Masse unserer Bürger den Zugang zum Recht erst ermöglichen. Es geht also um nichts weniger als die Sicherstellung der Versorgung mit Rechtsanwaltsdienstleistungen in der Fläche unserer Republik. Wir Rechtsanwälte sind eine der Säulen des Rechtsstaats. Ohne eine tüchtige und auskömmliche Anwaltschaft, die auskömmlich finanziert ist, ist es für den Bürger schwer bis unmöglich, seine Rechte wahrzunehmen oder durchzusetzen. Es sollte daher der Politik ein wichtiges Anliegen sein, für die Rechtsanwälte gute strukturelle und finanzielle Rahmenbedingungen zu schaffen. Doch die Große Koalition kocht da eher auf Sparflamme, Frau Dielicher. Und das hat zumindest den Anschein, als würden uns Rechtsanwälten bei der Berufsausübung mehr und mehr Steine in den Weg gelegt. Denn es häufen sich die Angriffe gegen unseren, meinen Berufsstand. Nehmen Sie beispielsweise die Steuertransparenzrichtlinie aus Europa, womit nicht nur eine Abschreckung erfolgt, sondern unser ganzer Berufsstand nahezu kriminalisiert wird. Und die Finanzminister der Länder, wenn man das aufmerksam verfolgt, wollen offenbar diese Spitzeldienste, die die Anwälte dazu leisten haben, ausdehnen auf Deutschland und damit das Mandatsgeheimnis Schritt um Schritt aushöhlen und uns Rechtsanwälten und Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern das Leben schwer machen. Als wäre das nicht genug, meine Damen und Herren, wurden uns Anwälten mit dem sogenannten besonderen elektronischen Anwaltspostfach, abgekürzt BEA, weitere Schwierigkeiten bereitet. Das BEA ist unpraktisch, es ist unsicher und teuer. Gleichwohl halten viele Anwälte dieses Anwaltspostfach für etwas Besonderes, nämlich für etwas besonders Schlechtes. Und nun noch der seit langem fehlende Blick auf die Anpassung der Vergütung und wie dringend das ist, zeigen uns die Teuerungsraten in den letzten Jahren, wenn man die saldiert, die zu steigenden Kosten geführt haben. Bereits vor über einem Jahr, Frau Dielicher hat es erwähnt, im April 2018 hat die Bundesrechtsanwaltskammer in Verbindung mit dem Deutschen Anwaltverein der Justizministerin ein ausgefeiltes Konzept zur Anpassung, Erhöhung der Vergütung gefordert, was nach über 6 Jahren Nullrunden natürlich nicht unangemessen war. Der Bundesregierung freilich war das zunächst egal. Sie hat es erst ignoriert, das Ansinnen, und dann 6 Monate später, zwischenzeitlich ist nichts passiert, es ohne Fristsetzung an die Länder gesandt. Das war nichts anderes als eine Aufforderung zur Nichtbehandlung, und so halten es die Länder bis heute. Denn bis heute liegen nicht alle Stellungnahmen der Länder vor. Beispielsweise, Frau Keul, hören Sie genau zu, der grüne Justizsenator, also ein Senator aus Ihrer Partei, verweigert immer noch jegliche Zuarbeit. Ich bin gleich mal gespannt, wie Sie das von hier vorne aus rechtfertigen wollen. Meine Damen und Herren, die AfD sagt klipp und klar, dass eine Gebührenerhöhung für Rechtsanwälte dringlich ist und kurzfristig erfolgen muss. Neben einer linearen Erhöhung ist auch eine strukturelle Änderung vonnöten. Denken Sie an die Terminsgebühr, die angepasst werden muss. Denken Sie an die Erhöhung von Rahmengebühren im Sozialrecht. Und weil wir das Problem als dringend erkannt haben und uns sehr an einem funktionierenden Rechtsstaat gelegen ist, meine Damen und Herren, haben wir dieses Problem auch als Erste angepackt. Meine Zusage vom parlamentarischen Abend bei der Bundesrechtsanwaltskammer am 17. Januar haben wir eingehalten und dann Ende Januar 2019 auf die Tagesordnung des Rechtsausschusses gesetzt. 6 Wochen später wurde die FDP wach und dachte, Mensch, das ist ein nettes Thema, da pinseln wir auch mal einen Antrag zusammen. Und so kam es dann zu diesem peinlichen, erschreckend kurzen, Herr Martens, und blumigen Antrag, mit dem Sie die Vorlage eines konkreten Konzeptes von der Bundesregierung verlangen. Ich bin schon froh, dass Sie kein unkonkretes Konzept von der Bundesregierung verlangen. Man sieht also, auch hier springt die FDP auf einen fahrenden Zug, während Sie, meine Damen und Herren von der FDP, ein Huhn, würden Sie gackern, wenn ein anderes ein Ei legt. Eine Fraktion, die sich als Regierung im Wartestand betrachtet und auch teilweise, ich habe es heute Morgen erwähnt, ein Wurmfortsatz der Regierung ist und der wohl auch Zugriff auf Mitarbeiter des Justizministeriums hat, in ihrer Freizeit selbstverständlich, von dem muss eine solche Fraktion muss viel besser und viel mehr liefern. Wir von der AfD werden das in Kürze tun, denn für uns gilt Gründlichkeit
vor. Schnelligkeit und solch schlampige, auf bloße Effekte ausgerichtete Arbeit wie die, die die FDP heute hier abgeliefert hat, ist peinlich. Es hilft weder dem Rechtsstaat noch den Rechtsanwälten. Rechtsanwälte, Rechtsstaat und auch dieser Bundestag haben bessere Arbeit verdient, meine Damen und Herren von der FDP, als diese Schlamperei, die sie uns hier unterbreitet haben. Allerdings, das ist zuzugeben, der Antrag nützt zwar nichts, aber er schadet auch nicht. Deshalb werden wir uns enthalten und den Rechtsanwälten damit signalisieren, dass wir da die auch durchaus unterstützen. Wir hoffen, dass die Bundesregierung dann auch Sie langsam... Bitte zum Schluss. Ich falte schon zusammen. Die Bundesregierung... Das ersetzt nicht den Schlusspunkt. Dass die Bundesregierung tätig wird. Und wir sind guten Mutes, dass wenn der Europawahlkampf zu Ende ist und wir eine neue Hausspitze haben im Justizministerium, dass dieses Thema dann endlich angegangen wird. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun Dr. Jan-Marco Lux.